So, haben wir alles gemacht. Die Vorführkontrolle haben wir durchgeführt. Benzinvorrat und Öl sind geprüft. Beckenblase ist verschlossen. Rettungsgerät entsichern. Messer auf QNH, stimmt auch. Zündung macht diese beide aus. Ruder ist leichtgängig. Ja. So, Passagier habe ich keinen. Fertig absetzen. Hauptschalter an. Zündmagnete beide an. Hitzpumpe an. Staub an. Motor ist warm. Gas 5 mm. Und dann los geht's. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da heute echt super Wetter ist, Gavor alles blau, wir haben heute den 13. Oktober und 24 Grad plus. Wer hätte gedacht, dass man nochmal das T-Shirt anziehen kann dieses Jahr. Aber das machen wir heute und dann habe ich auch spontan entschieden, als die Wettervorhersage das so angekündigt hat, Mensch Lisa, lass uns nochmal fliegen. Und wir fliegen heute nach Walldünn über den schönen Odenwald. So, es geht auch gleich los. Wir sitzen hier im Cockpit der Comco Icarus C42B. Schon lange kein Video mehr gemacht mit der C42B. Unterscheidet sich von der C42C äußerlich eigentlich fast gar nicht. Innen sehen wir ein bisschen komfortableres Interieur hier mit Ledersitzen. Und mehr Taschen. Mehr Taschen, ja. Das ist aber, glaube ich, auch alles optional wählbar. Was hier nicht ist, wir haben hier keine Sonnenblenden. Dafür haben wir Sonnenbrillen, das Stoff hier oben, ja, kann man ein bisschen wegstoffen. Also man kann bei Icarus, bei Comco Icarus kann man schon ein bisschen die Ausstattung wählen, aber die Grundausstattung ist bei A, B, C und E ein bisschen verschieden. Gut, zum Beispiel haben wir hier da keine Landescheinwerfer, wie in der C42C. Ist wahrscheinlich auch optional. Gut, hier haben wir auch so digitale Anzeigen. Öltemperatur blinkt noch, aber das ist okay bei 70 Grad, sie blinkt nicht rot. Die Zylinderkopftemperatur funktioniert bei diesem Instrument nicht mehr, deswegen ist hier ein neues Instrument drin, das hier die Zylinderkopftemperatur anzeigt. Okay, aber das soll alles, wie ich gehört habe, bitte hätte demnächst ein neues Panel eingebaut mit gescheiten Uhren. Weil hier, wir hätten 43 Liter Tank, aber wir haben gesehen, wir haben tatsächlich über 60 Liter getankt. Also ist die Anzeige auch nicht mehr zuverlässig. Aber wir hätten einen Indikator, wenn das schnell runterlaufen würde, dass wir irgendwo Sprit verlieren würden. Gut. Dann melden wir uns jetzt mal am Turm an. Bombs Info, Delta Mike Alpha Sierra November. Delta Mike Alpha Sierra November, Bombs Info, hallo. Delta Mike Alpha Sierra November, zwei Personen nach Walldünn, wir rollen zu 24. Delta Sierra November. Gut, dann. So, heute haben wir Wind aus Süden, am Boden gerechnet mit 7 Knoten, aber ich habe schon gehört, in der Luft soll es ziemlich bockig sein heute. Schauen wir mal. So, die machen heute Segelflug mit F-Schlepp. Ist die Grasbahn frei? Eigentlich ist sie in diese Richtung frei. Ah. Aber sie haben halt heute entschieden, dass sie nur F-Schlepp machen, die Segelflieger. So. Die nächste Frequenz, das ist 131. 119,150. Wir nehmen lange noch zwischen rein. Ah, okay, gut. 119 150. So, Frequenz ist drin. Bravo, so, jetzt machen wir mal den Run-Up. Linker Magnet, Drehzahlerfall, rechter Magnet, Drehzahlerfall. Das war's schon. Okay. Dann jetzt
Wir fliegen die Platzrunde dann Richtung direkt Richtung Waldürn. Habe ich mein kleines Navi schon eingegeben hier. Die Temperaturen prüfen. Jetzt sind sie alle im grünen Bereich. Das Öl blinkt auch nicht mehr, beziehungsweise springt so ein bisschen hin und her, weil er sich genau zwischen 70 und 90 Grad befindet. Das ist aber gut für mich. So, Öldruck ist auch gut. Ölpressure, ja. Strob ist an. Kraftstoffpumpe an. Zündung, Magnete sind auf beide. Transponder, hier stellt man den auf Ground. Auf GND, dann wird auch die Höhe mitgesendet. Wenn du den nur auf On stellst, dann wird nur das Transponder-Signal ohne Höhe übermittelt. Also hier bei diesem Transponder auf GND stellen für Ground. Das ist einer von Trig, T-R-I-G. Ja. Gut, dann Klappen auf Stellung 1. Trimmung ist neutral. Frequenzen haben wir geplant. So, jetzt können wir gucken. Wenn alles frei ist, können wir los. Ist keiner im Anflug? Nee. Segelflieger ist weg. Gut. Delta Mike Alpha 4 November, abflugbereit, Rollhalt 24, voll aufgestartet. Delta November, der Wind Süd, 9 Knoten. Aha, jetzt haben wir schon 9 Knoten, Wind nach Süden. Also, Wind von links. Die Delta Fox Kilo geht in den Gegenabflug. Dann haben wir ja ein bisschen mit dem Drehmoment und Wind von links, das vielleicht leicht sich aus, wir werden es gleich spüren. So, Piste 24, Kompasscheck, 24 passt, dann kann es losgehen. So, Drehzahl steht, Fahrtmesser kommt und schon kann er hoch. So, jetzt sind wir höher genug, können wir direkt auf EEW gehen, Waldürn, direkt. Gut. So, 3000 Fuß, da leveln wir aus. Viereinhalbtausend Umdrehungen, das wird unsere Reisedrehzahl sein. Okay, dann schalten wir mal um. Hören kurz rein. Da ist viel los heute, ne? Will jeder fliegen bei dem Wetter? Stimmt. Lange Information, Delta Mike Alpha Sierra November. Delta Mike Alpha Sierra November, lange Information, hallo. Delta Mike Alpha Sierra November, Charlie 42, gerade in Worms gestartet in 3200 Fuß. Flug nach Waldürn, bitte um Verkehrsinformationen. Quark 4450, QNH 1012. So, das Quark hier wird, du drückst Enter, drehst es ein, was du hast, Enter, nochmal die 4, Enter, 5, Enter, Enter, bis dann alle Zahlen eingegeben sind. So, und 1012, ich glaube, dieser Höhenmesser ist auch nicht ganz
Delta Echo Golf, Papa Papa, gut. Bitte auf der 128,9. So, jetzt können wir einen Reiseflug uns befinden nach Waldhürn und den Flug genießen. Du hast jetzt gesagt, Charlie 42, ja. Eine C42. Ja, das ist eine Funkersprache. Das sagt man so. Ja, eigentlich. Weil ich habe immer C42 gesagt. Ja, wenn sie sich nicht beschwert, dann hat sie es verstanden. Okay. Wenn du aber sicher gehen willst, dass sie es versteht und nicht nachfragen muss, sagst du Charlie 42. Okay. So, wie lange brauchen wir? Ground Speed haben wir jetzt 86 Knoten. Distanz sind 63 Kilometer. Deswegen brauchen wir 25 Minuten. Sind wir mal gespannt auf dem Rückweg. Rückflug, da unten ist einer, siehst du den? Oh ja. Delta Mike Alpha Sierra November, das ja, das Regat. Sie haben mehrere Flieger um Sie herum. Auf 10 Uhr 3 Meilen kommt einer entgegen mit 2700 Fuß. Da drüben, siehst du? Ja, November, den verkehren Sie. Verstanden. Die Sierra November ist auch langsamer als die NDX-Ray, weil beide Flugzeuge haben ja einen festen Propeller und dies hier mehr für Steigflug eingestellt, also mehr für eine kleinere Steigung drin, weil das Andreas, also dieses Flugzeug auch schleppen kann. Okay. Die ist auch für Schleppen ausgelegt, deswegen die kleinere Steigung. Und deswegen ist auch langsam am Reiseflug. Also mit der IDX würden wir jetzt bei der Drehzahl 160 km/h fliegen. Ja. So, unter uns muss Weinheim sein. Ja, kann ich erkennen, mit drei Segelflieger stehen. Einer wird gerade hochgezogen. Aber in die andere Richtung. Da links ist auch ein roter. Ja, ja, jetzt bin ich viel los. Deswegen rausschauen. Ja. Da unten fliegt auch einer. Das ist wirklich. Also ich sag ja, wenn Oktober super Wetter, auch heute haben wir wieder ein Bombenwetter. Ja. Da habe ich ja Glück im Unglück wahrscheinlich später. Da fliege ich zwar gegen die Sonne, aber wahrscheinlich ist weniger los. Verkehr für Sie auf 11:03 Uhr. Da hinten fliegt auch einer am Horizont. 2 Uhr. Am Horizont? Ja. Informationen über den Wolken. Uniform. Über den Wolken. Also da, wo der Turm ist. Siehst du den Turm? Ja. Rechts davon oben. Nö. Fliegerendeck. Ich guck lieber geradeaus. Ja. Der fliegt aber in unsere Richtung, würde ich sagen. Ich habe einen Blick, den jetzt, Punkt. Ja. Siehst du, so ein Punkt zu entdecken. Also wir haben wirklich Rückenwind, wir fliegen jetzt gerade mit 80 Knoten Airspeed und haben 93 Knoten Groundspeed. Perfekt. 10 Knoten mehr. Ja. Wohin ging dein Rundflug vorhin? Hier. Hier? Der wollte einen Rundflug in Odenwald machen, der Passagier, ja? Genau hier drüber, Waldmichelbach. Ja, echt, er hat gesagt, ah, seine Kumpels, die sind jetzt gerade heute wandern. Die laufen in Waldmichelbach noch, können wir da mal drüber fliegen. Ich so, ja, kein Problem.
Tango, 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 Ja, ist ja bei der Haltausgang. Charlie Michael Victor. 4100. Der ist knapp über uns. Lange Info, die Delta Echo Dünn ist gefoxt. 11 Uhr. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Leicht über uns. Lange Info, die Delta Echo Dünn ist gefoxt. Delta Echo Dünn ist Whisky Foxtrot, Squawk 4450. Squawk 4450, Delta Whiskey Fox nochmal. Vielleicht noch singst du Frage etwas. Ist ja. Die Fallschirmfunkzone an Altdorf Eder aktiv? Sehe nix. Nee. Vielleicht singst du noch etwas. So, sind wir 300 Fuß unter 4100. Gut. Da ist er. Das ist aber kein Ultraleicht, das muss was anderes sein. Nee, stimmt. Das ist was Größeres. Ich glaube, der fliegt Eier auf Mannheim zu oder sowas. Das ist ein Twin Engine. Da vorne ist auch einer bei den Windrädern. Rechts. 11 Uhr. Jetzt geht er runter in die. Lange Information, die Delta Mike, Charlie, Charlie Victor. Ah, ich sehe. Ja. Da, ne? Ja. Delta Mike, Charlie, Charlie Victor, lange Information, hallo. Hallo, die Delta Mike, Charlie, Charlie Victor, eine FK9, 2 Personen, VfR-Flug von Gelnhaus nach Neustadt-Saale. Sind in 2500 Fuß, 5 Minuten östlich. Bräuchte ich bitte Verkehrsinfo. Delta Mike Charlie Charlie Victor, ich habe Radarkontakt Fox 4450 und das QNH 2102. Das ist jetzt Pilot Frank? 4450 und QNH 1012, danke. Was? Das war gerade Pilot Frank. Frank? Der hat einen YouTube-Kanal. Ah, okay. Grüße an Pilot Frank. Hi, hab dich gerade gehört. Der Pilot Frank. Wo fliegt der? Der fliegt nach Hause, nach Neustadt-Saale. Ah, okay. So, was ist die Frequenz von Baldürn? 131.010 1-0. Der Echo da vor Ihnen noch ein Flieger. Hoppala, 1-0. Jetzt ist 11 Uhr. So, da muss eine Burg rechts unter uns sein. Siehst du da was? Ja. Also Burg ist nicht so. Eher ein Schloss, würde ich sagen. Ja, oder Burg oder Schloss ist das gleiche Symbol. Schön, sieht herrschaftlich aus. Und das da vorne müsste dann schon Waldürn sein. Waldürn sein, oder? Das Große. Ja. Wir sind nur noch 7 Minuten. 5 Minuten vorher melde ich mich ab. Ja, ich sehe ihn. Der ist in Waldürn gestartet. Da hinten, ja. Da fliegt nämlich um den Ort herum und fädelt sich dann die Platzrunde ein.
Hey, ganz im Buckisch hier. Ja, irgendwann muss es hier kommen. Ja. Ja, der Luftfahrt, das Luftfahrzeug macht noch mal bitte. Wieder so viel los, er kann sich nicht abmelden. Ich wollte gerade sagen, du musst dich abmelden. Ja, Kilo India Alpha, QNH noch 101 Fuß, Frau VW. Gute Landung, ciao. Ja, tschüss. Delta Mike Alpha, 4 November, bitte verlassen Sie uns, rufen von Maltürn. Das ist ja November, das ist verstanden, Frau VW. Gute Landung, tschüss. Bock auf, ja, ciao. Delta Info Hotel Lima Yankees, kommt hier vorne, wir können Landing gebannt. Dann schalten wir auch hier um, hören mal kurz rein. Was ist die Platzrundenhöhe? Haben wir uns zwar schon vorbereitet, aber ich frage lieber nochmal nach. Oh. Ja, wo zeigt das Chat die Platzrundenhöhe an? Ne? Ja, genau. Delta Oscar Sierra ist im Licht, fährt links gegen Anflug und verzögert bis die andere Maschine im rechten gegen Anflug. Ja, jetzt habe ich es auch. Valgön Info, Delta Mike Alpha, Sierra November. Delta Sierra November, Valgön. Delta Mike Alpha, Sierra November, eine Charlie 42 aus Moms mit zwei Personen, 3 Minuten westlich vom Platz zur Landung. Sierra November, wir haben die Piste 24 in Betrieb. Piste 24, Sierra November. So, schön den Abflug in Sicht halten. Weil wir jetzt über den Abflug drüber fliegen und dann uns in die Platzrunde einfädeln. Ja. Da ist der Platz, oder? Ja. Siehst du die? Was, die Piste? Nein, die Blick. Ich sehe gar keinen anderen Verkehr gerade. Der Fall. Wir sind noch nicht auf Platzrundenhöhe, wir sind auf 2500 Fuß. Ich habe jetzt mal den Abflug in Beobachtung, ja. Wenn eine Maschine kommen sollte. Ja. Trotz der Anfangsahne durch. Trotzdem immer den Himmel abscannen. Geht in den linken Abflug. Ah, da ist eine rote Maschine gerade gestartet oder auf der anderen Seite? Wo siehst du da eine rote Maschine? Oder ist das, nee, das ist ein LKW. Der ist am Boden. Ja. So, niemand im Abflug? Nein. Gut. Ich kann nichts erkennen. Ja, die haben, bei dem Wetter haben die auch viel zu tun. Da machen die ganzen Flugplätze hier im Odenwald, bekommen sehr viel Besuch. Hier sind ja auch Touristen. Ja. So, du gehst dann jetzt direkt in den linken Gegnerflug, also so ein bisschen, ich drehe noch so ein bisschen ein. Ja, jetzt startet gerade einer. Ja, das sehe ich. Da oben ist der rote Flieger, den ich ja, vorhin gesehen habe. Den sehe ich auch. Die Charlie Whiskey am Abstellplatz. Frage ich mich, wo der, sich, wo der gerade rumfliegt, weil wir sind jetzt gleich in der Platzrunde, nach Platzrundenhöhe. Ja, dann Charlie Whiskey, Piste 24. So, wir sind in 2000, ah, okay. Den habe ich im Blick. Ja. Jetzt bleiben wir hier, Platzrundenhöhe. Delta Fox Yankee, fliege von Süden ein in den rechten Gegenanflug. Das ist Doppeldecker und der fliegt weg. Delta Fox. Also. Rechts ist noch einer. Ja, ich habe sie alle im Blick. Oh Gott, ist hier was los. Der Wind auf 220 Grad mit 8 Knoten. Die Sierra November jetzt am Anfang vom Gegenanflug Piste 24 ist auf die beiden Maschinen voraus liegt in Sicht.
So, verlangsamen wir mal unseren Flug ein bisschen. Könnte sein, dass wir hier mal durchstarten müssen, aber ja, probieren, schauen wir mal. Der Doppeldecker, fliegt der weg? Nee, der ist auch eine Platzrunde. Der ist auch eine Platzrunde. Die Senderbox hingemacht, Touch and Go. Das ist sehr schön. Senderbox hingeht positiv. Das ist auch ein Platz, der war. So, jetzt nochmal langsamer. Ist nämlich sehr langsam. Ja, November tritt ein, linker Queranflug 24, vorausfliegende Maschinen sich. Ja, November Nummer 3. So, Klappengeschwindigkeit, Pumpe noch an. So, jetzt fliegen wir mal mit 100 km/h, 90 ging auch noch. Aber bleiben wir mal bei 100. So, der erste ist gleich aufgesetzt. Siehst du den roten? Ich habe ihn in Sicht, den Doppeldecker. Ah ja, perfekt. So, mit 90, das ist gut. Kann auch gleich die zweite Klappenschube setzen. Ja, dann bei Dritt ein, Endanflug, 24, vorausliegende Maschinensicht. Fox Alpha im kurzen Endteil, 24. So, 80 km/h, bleiben wir mal so langsam. Dann könnte das sogar was werden. So, weiter, 90 km/h ist gut. Und wann dann nicht, wo? Dann denke ich auch, was hier mal Hotel. Unsere Sports da. Delta Sierra Hotel, Walter. Delta Sierra Hotel, Sports da, Vorfeld. Eine Person, es geht ruhig nach Bord. Delta Sierra Hotel, Piste 24 in Betrieb. So, Piste 24, Delta Sierra Hotel. Maldurninfo, Delta Echo, Lima, Golden. Die Fox, Fox Alpha hier abholen? Ja, roll ab. Danke. So, Sinkrad ist gut, Fahrt ist gut. So, sieht ja gut aus. Fahrt ist gut. So, saubere Landung. Jetzt rollen wir gleich ab, dann können die da hinten noch. Dann wieder. Aus. Gut. Bisschen schwierig gegen die Sonne. So, Transponder auf Standby, Klappen einfahren, Pumpe wieder aus. 24, Maschine voraus in Sicht.